Willkommen zu einer weiteren Folge Mittagszeit macht gescheit. Heute dreht sich alles um die Anamnese. Sie gibt die Richtung vor, in der wir uns während der Augenüberprüfung bewegen. Erfahrt in dem folgenden Beitrag, welchen Nutzen die Anamnese für uns hat und welche Aspekte Teil der Anamnese sind. Die Anamnese ist eine systematische Befragung eines Kunden oder Patienten, die dazu dient, dessen Gesundheitszustand zu ermitteln. Eine gründliche Anamnese erlaubt uns, in der Augenüberprüfung zielgerichteter zu arbeiten. Zusätzlich hilft die Anamnese auch dabei, den Kunden kennenzulernen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Durch die umfangreichen Informationen, die du auf diesem Wege erhältst, kannst du deinen Kunden bestmöglich beraten. Sie liefert außerdem eine Argumentationsgrundlage für spätere Zusatzverkäufe, wie Kontaktlinsen oder Brillen für spezielle Sehaufgaben. Während einer Anamnese werden teils sehr private Fragen gestellt. Deshalb ist es wichtig, für eine ruhige und ungestörte Umgebung zu sorgen. Mit einem kurzen Smalltalk lässt sich ein guter Einstieg schaffen und die gesamte Situation etwas auflockern. Die eigentliche Anamnese beginnt dann damit, dem Kunden zu erklären, warum die folgenden Fragen gestellt werden und welche Relevanz die Antworten haben. Aber welche Fragen sollten in der Anamnese eigentlich gestellt werden? Ganz am Anfang stehen die personenbezogenen Daten. Dazu gehören in erster Linie Name, Alter und Geschlecht. Dann interessieren wir uns für den Grund des Besuchs, also warum kommt der Kunde ins Geschäft? Ist es der Wunsch nach einer neuen Brille, Kontaktlinsen, die Überprüfung der Sehstärke oder die Abklärung von Sehbeschwerden? Als nächstes wird nach den Sehhilfen und optischen Hilfsmitteln gefragt, die der Kunde derzeit nutzt. Hierbei ist interessant, in welchen Situationen und Entfernungen die jeweiligen Sehhilfen zum Einsatz kommen. Außerdem wird abgefragt, wie gut das Sehen mit diesen Sehhilfen ist und wie es um die allgemeine Zufriedenheit damit steht. Ein weiterer Aspekt sind die Sehanforderungen des Kunden in Beruf und Freizeit. Müssen im Tagesverlauf zum Beispiel viele wechselnde Sehentfernungen abgedeckt werden oder beschränken sich die Aufgaben auf eine konstante Entfernung? Auch an spezielle Sehanforderungen sollte man hier denken. Arbeitet der Kunde zum Beispiel häufiger über Kopf oder sind Farbtreue und gerade Linien im Beruf von Bedeutung? Sind diese Punkte geklärt, geht es weiter mit der Gesundheitshistorie. Fragen wie, wann war der letzte Augenarztbesuch, handelte es sich um eine Routinekontrolle oder liegt eine konkrete Beschwerde vor, sollten geklärt werden. In dem Zusammenhang wird auch nach Augen- und allgemeinen Erkrankungen gefragt, die Einfluss auf das Sehen nehmen können, sowie nach Medikamenten, die eingenommen werden. Hier ist es manchmal schwierig, die gewünschten Informationen zu erhalten. Oftmals werden Erkrankungen nicht genannt, für die bereits Medikamente eingenommen werden. Schließlich hat der Kunde jetzt keinen Bluthochdruck mehr. Oder bestimmte Medikamente werden aus falschem Schamgefühl nicht angegeben. Ein Lösungsansatz wäre es, den Anamnesebogen vom Kunden vorab zu Hause ausfüllen zu lassen. Das führt häufig dazu, dass umfangreichere und genauere Angaben gemacht werden oder der Kunde sogar seine aktuelle Medikamentenliste mitbringt. Im nächsten Schritt wird nach aktuellen Sehproblemen und Beschwerden gefragt. Dabei ist nicht nur relevant, was die Beschwerden sind, sondern auch, an welcher Stelle bzw. auf welcher Seite die Beschwerden auftreten. Wann die Beschwerden erstmals auftraten, wie oft die Beschwerden auftreten, wie lange sie andauern, welcher Art die Beschwerden sind, wurden bereits selbstständig Maßnahmen gegen die Beschwerden ergriffen, zu welchen Beeinträchtigungen die Beschwerden im Alltag führen, und welche weiteren Beschwerden im Zusammenhang mit der Ausgangsbeschwerde auftreten. Diese Fragen werden unter dem LOFTSEE-Prinzip zusammengefasst. Abschließend sollte sich noch nach Allgemein- und Augenerkrankungen in der Familie erkundigt werden. Denn liegen Informationen über familiäre Vorbelastungen vor, können Präventivmaßnahmen angeboten werden, zum Beispiel ein regelmäßiges Screening. Das sind ziemlich viele Informationen zum Kunden, die wir in der Anamnese erhalten. Damit nichts vergessen wird, empfiehlt es sich, einen Anamnesebogen zu nutzen. Der hilft nicht nur bei der Dokumentation, sondern unterstützt auch dabei, den Faden nicht zu verlieren. Im Internet sind vorgefertigte Bögen recht einfach zu finden. Diese eignen sich gut als Ausgangspunkt und sollten mit der Zeit für die eigenen Bedürfnisse erweitert und angepasst werden, sodass am Ende ein Anamnesebogen vorliegt, der perfekt zur eigenen Arbeitsweise passt. Aber was fangen wir nun mit den Informationen an, die wir mühsam erfragt haben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Professor Stefan Degle.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst.